Ich habe gar nicht verstanden, wie ich gewonnen habe. Was habe ich getan? Ich hatte einmal Glück mit Steinhagel. Und danach kam der Gegenschlag. Ich glaube, der Gegenschlag war es, ne? Gegenschlag hat den Kalt gewreckt. RNG? Ey, es kann echt sein. Hatte ich einfach mal Glück. Ich hatte einfach mal Glück. Gegen René. Okay, was wir als erstes machen müssen, ist ein Steinhagel, damit Orkanschwingen nicht funktioniert. Wichtig. Das Team ist doch gut. Weitermachen mit dem Team. Und wenn ich jetzt verliere, wieder komplettes Team umbauen. Ne, ich baue das Team nicht um. Das Team kann schon gut sein. Oh mein Gott, er hat den Hydropumpe predicted. Nicht mit mir. Auf Stahl. Das ist gut für mich. Das wäre gut für mich. Victory Gegenschlag. Wutanfall. Alter, das wird immer besser. Der Gastrodon macht doch bestimmt irgendeine Wasserattacke oder so jetzt auf Hippo. Weiß ich doch. Das weiß ich doch. Okay, wieder was dazugelernt. Wutanfall geht jede Runde random auf einen. Nicht, wenn der, also der geht nicht nächste Runde auf den nächsten. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Habe ich echt Gena auf ein verbranntes Dragoran gemacht? Bin ich eigentlich besoffen? Hallo, bin ich besoffen? Bin ich eigentlich komplett besoffen, Leute? Hallo? Könnt ihr mir das mal erklären? Hühnermiss. Macht er nochmal Lehmbrühe? Er macht nicht nochmal Lehmbrühe, er macht irgendeinen Scheiß, anderen Scheiß, oder? Und selbst wenn, dann bin ich auf 1, kann ich Gegenstoß ballern. Gena, Miss, alles gut. Nee, Gena, ich hab Gena auch auf Feuer gemacht, das war dumm. Bin ich nicht sowieso schneller, außer er macht Turbo, aber dann ist er sowieso auch schneller. Dann kann ich auch einen Steinhagel schmeißen. Hassan, vielen Dank für dein Foto. Wenn Pokédex helfen kann. Marek, guck mal auf Discord.
Komm, jetzt mach nochmal Lehmbrühe und gib mir den Gegenschlag. Ja. So ist gut. So ist fein. Schön in den Gegenschlag reinrennen. Mit einem lachenden Gesicht. Wenn er jetzt wieder irgendeinen Ruckzuck-Hieb-Scheiß hat, ne? Flipp ich aus. Felinara Ruckzuck-Hieb, ich sehe es doch schon. King Gambit, der kann tief schlagen. Ich kotz! Der kann tief schlagen, wieso kann der tief schlagen? Mann, ey. Ja, scheiße. Muss ich erstmal warten, bis er weg ist. Oder eingeschlafen ist. Also geh da rein. Und dann Volt wechseln und dann noch rüber zum Gegenschlag. Ja, schlaf mal ein. Den Tiefschlag kann ich gar nicht gebrauchen. Geht Irrlicht auf Gastro? Ist eigentlich dumm, ne? Volt wechselt schon als Gastro. Wird er Lehmbrühe machen? Nein. Außer er kommt, sieht den Voltwechsel kommen. Ich mach mal eine Runde Schutzschild. Macht Schutzschild eine Runde Sinn? Ja, oder? Ja, ja. Heile ich mich ein bisschen. Das Team gebaut hast mit DV, EV, das ist echt stark. Vielleicht kommt dazu morgen ein Video auf YouTube. Wieder Tiefschlag. Kann ja nichts anderes als Tiefschlag. Das ist gut zu wissen, weil jetzt pennt er. Jetzt pennt er. Und er geht wieder mit Erdkräfte auf den. Gut. Das heißt, er drückt nicht Lehmbrühe. Dann kann ich jetzt die Risk machen mit Voltwechsel auf. Ich muss den Risk machen. Ich mache noch einen Gainer auf den und dann mache ich einen Risk-Wechsel auf Diktri und dann kommt der Gegenschlag. Der darf jetzt natürlich nicht aufwachen. Wenn er nächste Runde aufwacht, dann ist auch RIP. Also er muss nächste Runde noch schlafen. Wenn er nächste Runde nicht noch schläft, habe ich ein Problem. Vielleicht hört er jetzt auch endlich mal auf, Tiefschlag zu drücken wie ein Irrer. Bitte, bitte. Keine Lehmbrühe. Du willst doch Schaden machen. Keine Lehmbrühe. Drück keine Lehmbrühe. Genesung, das ist gut. Genesung ist gut, das gefällt mir. Jetzt nicht aufwachen. Wenn er jetzt aufwacht, bitte nicht aufwachen. Nicht aufwachen. Nicht aufwachen. Nicht aufwachen! Aufwachen. Also wenn er jetzt aufwacht, habe ich heute so Bad Luck. Es ist aufgewacht. Eine Runde hat er geschlafen. Eine Runde geschlafen. Und jetzt macht der Kniefall Spalter auf Friedhof. Dann flippe ich aus.
Er hat eine Runde. Wenn der wieder nur eine Runde schläft, ne? Dann kann ich nicht mehr. Wenn er wieder nur eine Runde schläft, dann kann ich nicht mehr. Dann ist er vorbei. Wenn er jetzt den nächsten mit Tiefschlag killt, dann... Oder das andere Vieh mit Lehmbrühe aufwacht, dann flippe ich aus. Dann ist vorbei. Aufgewacht, Lehmbrühe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist zum Kotzen. Ich kann nicht mehr. Er hat noch drei Pokémon. Ich weiß nicht mal mehr, was dahinter noch kommt. Ich weiß nicht, was dahinter noch kommt. Und ich werde mit Voltwechsel nicht killen können, das Gastrodon. Ich habe verkackt. Ich kann nichts mehr machen. Ist aufgewacht. Der ist schon wieder nach einer Runde aufgewacht. Der ist schon wieder... Der ist wieder nach einer Runde aufgewacht, Mann. Das kann nicht sein. Wir gehen aus da. Was? Dick da einfach ab, den. Ich hab keinen Dick da mehr. Was hat er jetzt noch? Es bringt gar nichts, sie einzuschläfern. Die sind nach einer Runde eh wieder wach. Habe ich gerade Schutzschild gedrückt? Ja, ne? Das Gastrodon hat halt auch Genesung. Aber nur 8 Mal. Das wird ja witzig. Das wird dann auch richtig witzig. Was wird das denn für ein komisches Ende? Was wird das denn für ein komisches Ende?
Okay, jetzt ist nur noch das Gastrodon. Was ist das denn für ein Ende jetzt? Ich mache halt ein KP oder so mit Steinhagel. Er will den weghaben, wirst aber nicht schaffen. Ich kann Tagedieb machen. So wie du Genesung machen kannst. Mit Rotom verbrenne ich dich jetzt. Obwohl, will ich, dass du brennst, oder will ich lieber, dass du schläfst? Wahrscheinlich will ich lieber, dass du schläfst, ne? Brennst, damit das Schaden macht. Wie lang kann so ein Kampf gehen? Wie lang kann der Kampf gehen? Weil der wird auch Rotom niemals besiegen. Max 20 Minuten? Alter Schwede, ich hoffe, ihr habt Zeit. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Das wird später vielleicht sogar ein Verzweiflerkampf. Ich frage mich, wie er noch gewinnen kann. Er kann Lehmbrühe, er kann Erdkräfte, er kann Genesung. Oh, Erdbeben macht sogar ein bisschen Schaden. Was mit 3 Minuten? Okay. Über meinen Kopf war eine Zeitangabe. Das ist mein letztes Tagedieb. Das ist mein letztes Tagedieb. Ja, er wird noch ein paar Mal Genesung haben. Und wie rechnet sich das dann am Ende ab? Also wenn ich nur noch ein Pokémon habe und er, lohnt sich das hier gerade noch weiter drauf zu gehen? Da kann er gleich einfach nochmal Genesung drücken, dann ist jeder Full Life. Guck mal da. 55 bis Kampfende. Deine Zeit. Dann nehme ich mal ein bisschen Zeit von der Uhr, ne? Und ich gehe auf Steinhagel, damit... Aber wir sind beim meisten nächsten Tag, denke ich. Okay. Dann, mach ich mal Steinhagel für einen Flinch. Na klar. Genesung. Ja gut, aber der hat nur ein Pokémon. Ich habe zwei. Weiß er das mit der Zeit nicht? Es zählt doch dann, wer mehr Pokémon hat, oder? Hoffe ich doch. Aber ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Das ist das erste Mal. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Zeit ausläuft. Null. Zeit ist vorbei. Das Kampfende. Kampf ist vorbei eigentlich. Das war dann klar, dann gewinnst du. Also eigentlich ist die Zeit vorbei. Kampfende.
Wenn deine abläuft, verlierst du. Ach, jetzt ist meine Zeit seine Zeit. Aber Kampfende stand da ja. Jetzt zählt noch meine Zeit seine Zeit. Er hat noch 2-4. Das zählt auch noch komplett. Zeit ist abgelaufen. Kampf wird beendet. Du besiegst René. Das war doch mal der spannendste Kampf überhaupt, oder?